Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 3. Beim letzten Mal haben wir die Wächter des Abgrunds getötet, haben noch ein bisschen was über sie gelernt und sind jetzt wieder zurück in den Kreuzigungswäldern. Und in diesem Sumpf und da drüben haben wir uns ja ausreichend umgesehen, aber wir waren hier auf der linken Seite noch nicht so wirklich. Wir waren zwar im Sumpf auf der linken Seite, aber noch nicht hier im oberen Teil auf der linken Seite. So, hier ist normalerweise so ein Scheißhund, oder? Na gut, der kommt halt mal nicht, das finde ich sehr nett. So, Frage, da geht's rein. Ich kann aber erstmal da unten vielleicht lang gucken und schauen, was wir da finden. Seele eines unbekannten Reisenden. Ich höre auf jeden Fall schon wieder irgendwelche Viecher. Ach Gott, er wieder. Ach, er wieder. Zwei. So, jetzt warten wir wieder, bis er seinen Rage ausgelassen hat. Der ist echt nicht schlecht. Zack, zack. Sehr gut. Ja, bei denen ist halt wichtig, die haben relativ wenig Haltung, weil die kaum Rüstung tragen. Wartet einfach, bis die ihren Angriff durch haben. Bleibt weit zurück. Sitzt da noch einer von denen? Bleibt weit zurück. Die werden mit der Zeit, ihr gewinnt das Ding über Zeit. Eins, zwei. Oh, das ist zum Beispiel ein Angriff. Und zack. So, die letzten drei Schläge könnt ihr natürlich am Stück machen, weil die da nichts gegen machen können. Alter, was macht ihr denn da oben? Hier ist eine Glut. Ja, das passt ja. Neben Feuer. Kommt ihr jetzt hier runtergesprungen? Pff. Ja, okay, Freunde. Ich will jetzt wissen, ob die hier runterkommen oder nicht. Können die überhaupt hier runter? Das sieht so aus, als könnten die gar nicht runter. Oh ja, da kommen sie. Wow, ganz ruhig, Freunde. So gefällt mir das aber nicht. Alter. Ja, aber... Was? Das hat getroffen? A würde ich auch sagen. Ich wollte eigentlich den hinter mir noch treffen. Hep. Die mit ihren Shitbäumen. Oh, da habe ich mich ja gerade so weggeduckt, ey. Jawohl. Nein, ich war zu nah. Ich Vollidiot. Da hatte ich die Chance. Und... Tschüss. Boah. Wie diese Baummenschen die schlimmsten Gegner für mich sind, ne? Oh, da ist ja noch einer. Stimmt, das waren vier. Backstab! Weil der irgendwie steckt er das Schwert eher in den Arsch, habe ich oftmals das Gefühl, aber okay. Beste Scherbe, yay! Haben wir uns die eigentlich jemals durchgelesen, die Dinger? Einen Estus getauchter Splitter. Gib ihn einem Schmied am Schrein, um die Anwendung von Estus-Flakons zu erhöhen. Früher sah man einen Estus-Flakon nur sehr selten, ohne seinen Besitzer. Dieser Splitter ist ein Zeichen der Hoffnung, so klein er auch sein mag. Ja, so kann man das auch sehen, ne? Ein Splitter der Hoffnung. Naja, wir können damit aber auf jeden Fall unseren Estus-Flakon verstärken, daher passt das schon. So, bevor ich jetzt da unten reingehe, gehe ich vielleicht nochmal... Ah, guck mal, da ist ein lilanes Summon-Sign. Aber wie gesagt, das beschwört ja diese Phantome, denen man eh nicht trauen kann. Also ich glaube, da drüben waren wir. Ich glaube, hier kommen wir jetzt tatsächlich nur an den Ort, wo die vier Typen eigentlich oben hocken, ne? Weiß nicht, ob es einfacher wäre, die von hier oben zu bekämpfen oder da unten. Macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Die haben mir so oder so jetzt ziemlich viel Damage gemacht. Achso, warte mal. Ich wollte doch eigentlich was gucken. Jetzt, wo ich... Ah, perfekt. Kann ich das sogar kombinieren mit der Glocke noch? Oder ist das zu schwer? Oh, die Glocke wiegt fast nichts. So, das Schöne ist, ich kann jetzt halt den Schild mitsetzen. Der erhöht ja meine Ausdauerregeneration. Das ist bei so einer großen Waffe echt nicht ohne. So, bevor du hier alle Leute rufst, weil das Schöne ist, wenn du die nicht rufst, bleiben die... Okay, der hat mich gesehen. Das Schöne ist, wenn du die nicht rufst, bleiben die so sitzen. Das gefällt mir sehr viel besser. Na gut, ich komme ja eh auf die... Ich habe, glaube ich, die Kisten auf der anderen Seite zerstört. Aber ich kümmere mich erstmal um den scheiß Magier da oben. Oh, der hält da ganz schön was aus, muss ich mal sagen. Der ist nicht ohne. Hallo? Danke. Wird ja auch mal Zeit. So, hier ist diese einzelnen Kisten einfach nur, um die umzurollen. Ich frage mich echt, hey, die Leute mögen es, Kisten umzurollen. Lass uns mal hier noch eine hinpacken. So, zack. Sorry, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ah, der ist schon tot. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Toll, danke. Bevor irgendeiner von euch dann doch aufsteht, Stab des Ketzers.
Na. Dieser Beschleuniger wurde über Generationen hinweg von ketzerischen Zauberern verwendet. Die Zauberei ist eine logische akademische Lehre. Ihre Stärke hängt stark von der Intelligenz ihres Anwenders ab. Fertigkeit ruhiger Gesang. Erhöht für ganz kurze Zeit die Zauberkraft, kann in beiden Händen getragen werden. Ein Stab eines Ketzers also. So, wer das wohl war. Ah, jetzt sind wir hier oben. Ah, ist klar. Da drüben scheint man noch lang zu kommen. Oh, da ist ein Speerträger. Du bist kein Zauberer. Na gut, muss ja auch nicht überall hier ein Zauberer sein, ne? Ist eigentlich mein starker Angriff? Okay, ist ein Stich. Sehr gut. Sag mal. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht, mein Freund. Ah, das wird so... Ich wette, das ist eine Falle. Diese Viecher sind, glaube ich, immer eine Falle. Ja, da kommt einer. Ich wusste, es ist eine Falle, aber ich habe den kristallenen Edelstein bekommen. Sehr gut. Kann ich Kristallwaffen daraus machen? Gab es die überhaupt hier? Ich dachte, es gab Magiewaffen. Müssen wir gleich mal schauen. Ich habe so geahnt, dass das eine Falle ist tatsächlich. Gebe ich ehrlich zu. So eine Sachen sind fast immer eine Falle. So, hier kommen wir tatsächlich in den Sumpf. Ach, guck mal, hier hätte ich damals auch hochgehen können. Habe ich gar nicht gesehen. So, ich höre auf jeden Fall hier noch irgendwo Leute stapfen. Wahrscheinlich über mir. Oh ja. Oh, das war ein stärkerer Zauber. Hep. Bleib mal hier. Ja, jetzt wäre es cool, wenn ich gegenzaubern könnte. Wie viel FP hast du, Kollege? Ja, das war so klar, dass das passiert. Wie viel FP hat der Kunde? Und tschüss. Jetzt hat er auf jeden Fall keine mehr. Er hat zumindest nicht mehr gezaubert. Vielleicht hat er auch keine. Was, das ist alles? Nur so ein paar Typen. Ich meine, ich kann hier runterspringen. Ah, guck mal, Item. Ring der Opferung. Gut, den kennen wir schon. So, ich meine mich zu erinnern, hier gab es noch einen Alternativweg. Dazu kommen wir dann wahrscheinlich gleich. Jetzt gucken wir uns erstmal hier weiter um. So, in die Main Hall gehen wir gleich. Wir gehen erstmal hier links lang. Den Weg kann man tatsächlich, da das so eingestürzt ist, doch mal ganz schnell übersehen. Das sage ich jetzt, weil ich den damals dauernd übersehen habe. Ja, aber hier hinten finden wir nämlich tatsächlich noch jemanden. Und zwar dich. Well, this is unexpected. I don't often have visitors. What do you want? This is my study that you've happened upon. If you haven't any business, I've reading to get back to. Okay, ja, aber wie sieht's mit Zauberei aus? How intriguing. Very well. Indeed, I am a sorcerer. With plenty to share. However, what champion demands service without recompense? Clearly, you're not that sort of man. So you will make me a promise. That in exchange for my teaching, you will bring me knowledge. Kidding. In the form of scrolls detailing sorcery's secrets. Well, can you assure me of this? Das kann ich auf jeden Fall. Very well. You're no fool. I take it you understand the weight of a promise. I am Orbeck. Ein Zauberer von Windheim also. Unkindled one. I shall teach you sorceries. So. We will learn together. It shall be like our very own school. Ja, wenn du das sagst. So, bei ihm, zwei Sachen sind bei ihm tatsächlich wichtig, wie er aus Kisten sein... Oh. So viel zu seiner Forschung. Sorry. Okay, das haben sie doch einfach nur aus Gag gemacht. Das kann mir auch keiner anders erzählen. Nee, zu ihm. Zwei Informationen sind zu ihm tatsächlich ganz wichtig. Nummer eins, er hilft euch tatsächlich nicht, wenn ihr zu wenig Intelligenz habt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, wie viel Intelligenz ihr tatsächlich braucht. Aber sollte er euch nicht oder sollte er euch nicht unterstützen, dann habt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach zu wenig Punkte in Intelligenz. Was an sich jetzt auch nicht so schlimm ist, blaue Käferkügelchen. Was ja an sich jetzt auch erstmal nicht so zwingend schlimm ist, weil wenn ihr wenig Intelligenz habt, heißt das jetzt in der Regel, dass ihr eh kein Zauberer sein wollt, ne? Von daher, ja. Und das zweite Ding, diese Sache mit, dass er Wissen haben will, meint er wirklich ernst. Wenn ihr zu lange braucht, um ihm eine Spruchrolle mit neuen Zaubern zu bringen,
dann wird er euch tatsächlich, oder hat er keinen Bock mehr auf euch und wird euch tatsächlich verlassen. So, ich glaube, ich gehe jetzt hier mal ausnahmsweise nicht runter. Alter, der Typ da unten, der hat aber ganz schön, hat's aber ganz schön auf mich abgesehen. Dann wird er tatsächlich wirklich euch verlassen. Es reicht tatsächlich, ihm aber eine Spruchrolle zu bringen. Ich glaube, der Zeitpunkt, wann er euch verlässt, hängt davon ab, wie viele Bosse ihr tötet. Bin aber nicht 100% sicher. Ihr solltet halt einfach ein paar Spruchrollen eben besorgen. Das geht recht schnell. Wir haben schon ein paar Spruchrollen gefunden, nämlich in Farrens, im Farren-Sumpf, falls ihr euch erinnert. So, ich weiß, dass hier noch eine ganze Menge mehr Gegner stehen, deswegen renne ich jetzt hier nicht einfach rein und töte diesen Magier. Der hat auch so fucking viel FP. Wie viel Lebensenergie habe ich noch? Okay. Daneben. Ha, ich wusste es doch. Ja, toll. Aber du musst ihn auch anvisieren, Kollege, damit das funktioniert. Ich bräuchte mal wieder einen untoten Knochensplitter. Hier kann man runterfallen. Da sitzen nämlich eine ganze Menge Gegner hier. Tschüss. Oh, der hat mir ein Estus gegeben, oder? Jawohl. Wo ist denn der andere Typ jetzt? Ah, da. Okay. Ah, da ist ja noch ein Magier. Ernsthaft. Puh, Tag auch. So, mach ich erstmal dich fertig, ganz kurz. Shit, so viel dazu. Ah ja, die können auch zuschlagen, die Typen. Shit, das habe ich fast gedacht, dass der Stein da im Weg sein wird. So, mach ich dich erstmal so fertig. Dann komme ich hier rum. Man muss hier ein bisschen aufpassen. Die Magier können einen schnell überrennen, tatsächlich. Wenn man nicht aufpasst. Ich meine, die machen jetzt nicht mega viel Schaden mit mir in ihren Angriffen. Es geht schon. Aber man sollte es auch nicht unterschätzen. Man sollte es tatsächlich auch nicht unterschätzen. Er gibt mir ja auch ein Estus. Nice. So gefällt mir das. So, ich glaube, hier kommen wir. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich meine, genau, es gab hier noch einen Weg, den wir gehen konnten. Ich wusste es doch. Genau, da gibt es nämlich da noch ein Item, das wir tatsächlich finden können. Das Goldfalkenschild. Ein nach einem Falken mit ausgebreiteten Flügeln geformter Metallschild. Der goldene Falke war das Symbol einer Söldnertruppe aus vergangenen Zeiten. Viele Söldner betrachten ihn noch heute als Glücksbringer mit Parieren-Fertigkeit. Jetzt bin ich wieder im Sumpf, das ist ein bisschen doof. Ihr habt da noch dieses eine Loch gesehen, eventuell. Aber warte mal, ich kann ja doch... Ich hab doch hier die Treppe jetzt gesehen. Ja, Krabbel, lass mich mal in Ruhe. Ihr habt da noch dieses eine Loch gesehen, durch das man fallen kann. Da fällt man tatsächlich da unten rein. Da waren wir schon drin. Da haben wir damals diesen Ring des Weisen gefunden, falls ihr euch erinnert. Deswegen bin ich da jetzt noch nicht nochmal reingefallen. Ich glaube, auch wenn du da reinfällst, dann greift dich dieser Gegner, der da unten sitzt, gleich an. Oder waren es sogar zwei Gegner? Ich glaube, es war ein Gegner, der da unten saß. Deswegen war der Weg, wie wir ihn gegangen sind, wahrscheinlich doch ein bisschen effektiver. Und deswegen habe ich jetzt auch keinen Bock, da unten reinzufallen. Wie hier die Spruchrollen liegen von dem Typen. Na gut. So, gucken wir mal. Oh, was ist denn hier? Ah, natürlich Magier. Ja, da haben wir den Kristallweisen. Ach shit, der fängt gleich damit an. Das ist der Kristallweise. Aua. Das ist dieser Kristallweise, der die Untotenlegion unterstützt hat, von dem wir schon so viel gelesen haben. Von dem wir tatsächlich schon so viel gelesen haben. Und der hat auch ein bisschen was drauf. Gar nicht, es sieht jetzt erstmal nicht so aus, aber ich glaube, er... Nee, macht's noch nicht. Okay, das ist gut. Kann ich noch ein bisschen Damage machen. Der hat eine ganz fiese Ernsthaft? Der ist schon wieder verschwunden, der Mistkerl. Was ist denn jetzt? Okay, er macht seine fiese Fähigkeit. Er kann sich nämlich vervielfältigen. Au. Und das Problem ist, diese Vervielfältigungen... Problem ist, diese Vervielfältigungen, die können auch Schaden machen. Deswegen muss man echt aufpassen. Der echte ist tatsächlich der in Lila. Ja, geil. Das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Der ist nämlich echt fies, muss ich sagen. Der Typ ist echt nicht ohne, weil der schafft einfach drei fucking Kopien von sich. Und wenn ihr im Prinzip, ich meine, man kann sagen, man kann es clever angehen. Das gebe ich durchaus zu. Man kann das deutlich cleverer angehen, als ich das jetzt gerade getan habe. Aber das Problem bei dem Gegner ist halt, wenn es ein bisschen schlechtes RNG gibt und die ein bisschen schlecht stehen, auch die Kristallweisen, dann ist das alles nicht so nice. So, bevor jetzt hier alle mich angreifen. Frage ist, schaffe ich es hier sinnvoll durchzulaufen, ohne zu sehr zu sterben?
Das ist ja auch immer so eine Kunst für sich, hier diesen Run zu schaffen, ohne zu viel Schaden zu kriegen. Ja, geil, der hat mich gleich zweimal getroffen. So, ich glaube, hier oben ist jetzt noch der andere Magier, genau. Hep, hep, und rein da. Sehr schön. So, erstmal Seelen sammeln. Wo sind die? Die müssen doch irgendwo da drüben sein. Der hat halt so ein... Boah, Mann. Ah, da sind sie. Der hat halt so ein paar echt starke Zauber. Zum Beispiel, der ist halt echt mächtig. Der macht, wenn er trifft, halt echt mega viel Schaden. Und da muss man echt enorm aufpassen. Und gerade wenn er... Wenn es dann drei sind, kann das ziemlich anstrengend werden. So, wo kommt er? Da. Da hat er immer mit seinem blöden... Aua. Aua. Mal hier hinter die Mauer verziehen. Was? Der kann einfach durch die Mauer schlagen, ey. Wie der Typ halt einfach durch die Mauer schlägt. So, ich glaube, jetzt vervielfältigt er sich schon. Am sinnvollsten ist es tatsächlich, sich erst um die Klone zu kümmern. Das ist am einfachsten tatsächlich. Da links ist der echte. Weil wenn man die Klone nicht vernichtet, können die halt echt viel Damage machen. Und zack, Nummer 1. So, immer schön wieder in Deckung gehen. Wie gesagt, wenn euch mal zwei von diesen Angriffen gleichzeitig treffen, war es das im Prinzip. Ui, das war knapp. Sehr schön. Jetzt ist er alleine. Ah. So, jetzt warten wir kurz und los. Ah, jetzt machst du wieder das, echt? Wo kommt denn das Ding her? Das kann so stark drehen. Okay, das wusste ich nicht. Okay, wieder ran. Und tschüss. Boah. Wie gesagt, der kann echt anstrengend sein, dieser Gegner. Weil der halt wirklich, je nachdem, wie die Gegner, wie die Kopien stehen und so weiter und so fort, kann das echt, kann schon echt anstrengend werden. Muss man ganz klar sagen. Hier ist wahrscheinlich auch besser, tatsächlich eine leichte, schnelle Waffe zu haben. Wow, der Stein da ist sehr gut modelliert. Hier ist tatsächlich auch besser, eine leichte, schnelle Waffe zu haben, weil die Kopien immer mit einem Treffer sterben. Das heißt, wenn ihr eine schnelle Waffe habt, am besten ist sogar vielleicht sogar mit einer Fernkampfwaffe die einfachen ausschalten, aber passt auf, dass ihr halt irgendwie sinnvoll in Deckung steht. Ich finde, mit einer Fernkampfwaffe hast du immer das Problem, du kannst schnell die Übersicht verlieren, wo die anderen sind, weil du dich nur auf dein Ziel konzentrierst. Deswegen ist das sowas, was ich nur ungern nutze, tatsächlich. Was nicht heißt, dass es nicht sinnvoll sein kann. So, die Teleport-Spots hier, die Leuchtfeuer werden langsam viele, wenn ich mal ehrlich bin. Ist langsam nicht mehr ohne, was hier alles gibt. So, wo wir gerade bei... wir haben uns ja den Typen geholt. Das ist der falsche Ort. Mit dir rede ich gleich nochmal. Wir haben uns ja den Typen geholt, dann können wir ihm auch gleich mal die Spruchrollen geben, die wir gefunden haben vielleicht, ne? So, da sitzt er nämlich. Oh, you're back then. Again. I'm Orbeck of Vinheim, here to teach you sorceries. Let us begin with the basics. The ideal sorcerer bears the twin faces of the dragon. Oh. You could at least act as if you're paying attention. So, was kannst du... Erstmal reden wir. It is folly to claim lives recklessly, friend. Do not be tempted. No matter the victim's stature, every killing has a consequence. Ach echt. Even as I bloodied my hands, I never realized this simple truth. There I was. The very definition of a fool. I don't mean to seem overbearing, but have you forgotten? In exchange for my sorceries, you are to bring me knowledge. Ja, ja, ich hab schon was dabei. Detailing the secrets of sorcery. Ich hab doch schon was dabei. I hope you're not one to break a promise. Ich doch niemals. I don't mean okay. So, hier, bitte. Ich habe einmal die Schriftrolle des Weisen. Oh my. This is stupendous. Den wir gerade getötet haben. And the undead legion of Farron possesses sorceries quite unknown.
Thank you for upholding your end of the bargain. Kein Ding. I doubt I ever would have made this discovery alone. Wahrscheinlich, das stimmt. Keine Ahnung, wo wir die gefunden hatten. So you may put these new sorceries to use. Sofort, aber ich habe sogar noch mehr für dich. Und zwar die Schriftrolle aus Ulesiel. Oh my. Well, this is very unusual. It's from Ulesiel, an ancient land of golden sorceries. Not even the Dragon School possesses such a long-lost scroll. What would the Xanthus scholars say with their ridiculous headwear? They would simply slaver over this find. Okay, hast du jetzt was zu sagen? Ich hab's dir doch gebracht. Jetzt ist es wirklich nicht mehr so wichtig, wie weit er vorankommt. Sobald ihr einmal was gegeben habt, da ist er erstmal ganz nett. So, Seelenfall ist, glaube ich, nichts. Viel Zauber verursachen, Magieschaden, das alles, glaube ich, relativ Standard. Großer Schwere. Farrens Stachel. Variation eines Seelenfalls feuert einen Seelenwurfpfeil ab. Wohl bekannt unter den Zaubereien Farrens wird dies überall gelehrt aufgrund seiner vielseitigen Einsetzbarkeit. Farrens großer Stachel. Dieser Zauber wurde dem Anführer der Akolyten der Legion anvertraut. Er soll von seiner Tochter Hazel stammen und von einem Kristallweisen verfeinert worden sein. Ach, Hazel haben wir doch getroffen. Zweimal schon. Die hat uns zweimal schon angegriffen. Die hat uns zwar als Rosayas Finger angegriffen, aber die hat uns ja bei der Farren oder in der Nähe der Farren Legion invaded und in dem Land der Farren Legion. Kann theoretisch sein, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht ist sie ja trotzdem auch gleichzeitig, obwohl sie ein Finger Rosarias ist, vielleicht ist sie ja nichtsdestotrotz noch ein Mitglied der Farren Legion. Farrens Ruf, dieser Zauber, Seelengroßschwert, die ephemere Klinge existiert nur als Erweiterung des Wirkers, doch ihre Stärke soll an jene tatsächliche Großschwerter heranreichen. In Zeiten der Not dürfte selbst der dickköpfigste Magiepurist auf diesen Zauber zurückgreifen. Okay, Farren Blitzschwert. Die Legion neigt dazu, stärker auf Geschwindigkeit als auf Stärke zu setzen und diese praktische Variation eines vorhandenen Zaubers bildet keine Ausnahme. Ja, die Farren, wie wir schon sehen, die Farren-Varianten sind alles Zauber, die von sich aus weniger Schaden machen, als halt der Seelenfall zum Beispiel, haben wir Farrens Stachel, aber dafür schneller sind. Und hier eben auch, das ist einmal das Seelengroßschwert, das ist halt diese Standardwaffe, und dann das Farren Blitzschwert, das halt schneller ist, aber weniger Schaden macht. Zauberwaffe, die Macht der magischen Schwertkämpfer von Vinheim gründet neben dem Zauberschild auch auf diesem Zauber. Für viele Krieger ist er der Grund, die Zauberei zu erlernen. Zauberschild. Die kleinsten Schilde können mit diesem Zauber beträchtlich abgehärtet werden. Gespenst. Von einem auf Diskretion bedachten Zauberer der Drachenschule von Vinheim entwickelter Zauber. Schluckt Geräusche des Wirkers und verhindert Fallschaden. Allein durch die Beherrschung dieses Zaubers können die Spione von Vinheim einen äußerst stattlichen Sold für ihre Dienste verlangen. Ja, Vinheim ist nämlich nicht nur bekannt für seine Zauberschule, sondern auch für seine Attentäter tatsächlich, die besonders leise sein sollen. Insbesondere auch durch diesen Zauber. Auristischer Köder. Lenkt Gegner mit fernem Geräusch ab. Ah, okay. Deswegen auristisch. Das Geräusch besitzt einen verlockenden Klang und kann jene, die es vernehmen, von ihrer Stellung weglocken und sie unachtsam werden lassen. Verseuchter Nebel. Hochgradig gefährliche Zauberei der Drachenschule wird nur an vertrauenswürdige Mitglieder weitergegeben. Gut, dass ich so vertrauenswürdig bin. Setz dich denn, wobei ich glaube, dass hier Orbeck auch kein echtes Mitglied mehr von Vinheim ist. Sonst würde er uns nicht helfen, wahrscheinlich. Setz dich den Nebel frei, der TP verzerrt. Achtung, der Wirkende ist nicht immun gegen diesen Effekt. Ein Körper, der in der stillen Nebelwolke gefangen ist, verharrt still, während das Gesicht zu einem gequälten Schrei verzerrt ist. Dank dieses grauenhaften Spektakels erlangten die Namen dieser Zauberer einen gewissen Ruf. Lichtschein. Ach, das ist ein Zauber aus Ulesiel. Verlorener Zauber aus Ulesiel, der im Land der alten goldenen Zauber. Erhält die Umgebung mit einem Lichtzauber. Diese lichterzeugende Magie ist zwar schlicht, demonstriert aber dennoch die reine Natur der goldenen Zauber, die nicht einmal die Magier der Drachenschule erreichten. Reparieren. Repariert ausgerüstete Waffen und Rüstung. Inklusive Waffen mit verbrauchter Haltbarkeit. Ah, okay, interessant. Die Wirkung dieses Zaubers ist zwar eher diskret, doch seine Grundlagen sind ein gut... Entschuldigung, kürzer Nieser. Ein gut gehütetes Geheimnis. Die Umkehrung der Wirkung des Lichts ist eine verbotene Kunst. Verborgene Waffe. Ah, damit kann man seine Waffe unsichtbar machen, ne? Die Waffe
Ja, genau, macht die rechte Waffe unsichtbar. Die Waffe selbst weist keine inhärenten Änderungen auf. Die Effektivität dieses Werkzeugs hängt wie bei allen Werkzeugen vom Können des Anwenders ab. Verborgene Leiche. Vollständige Unsichtbarkeit lässt sich aufgrund der Risiken zwar nicht erreichen, aber der Worker muss nur einen Moment stillstehen, um mit der Umgebung zu verschmelzen. Ja, da kann man schlechter gesehen werden. Funktioniert, glaube ich, bei den PvE-Gegnern gar nicht, aber bei den PvP kann es halt theoretisch funktionieren. Und verzerrter Lichtwall. Einer der streng gehüteten Zauber zur Lichtbeherrschung. Er verzerrt die Grundfesten der fundamentalen Gesetze und kann Magie neutralisieren, indem er den Anspruch ihrer physischen Wirkung entzieht. Ah, sehr gut. Ein Anti-Magie-Zauber. Ja, ich komme irgendwann mal wieder. So, ich wollte noch mal ganz kurz gucken, ob Yuria noch was zu sagen hat. Ich glaube, Titanitschuppen habe ich keine, ne? Also große Titanitscherben. Ich habe halt kleine. Ich kann überlegen, was ich noch verstärke mit den kleinen Titanitscherben. Mal gucken. Davon werden wir eh genug finden im Laufe der Zeit. Speak, I desire. Honorable. Ja, hast du noch was zu sagen? Oh, good hollow. Ah. I'm afraid I must say, Orbeke Vinheim is a cause of much consternation. He proclaimeth himself Lord of Hollows. Was? Echt? If left alone, he may one day imperil thy rule. Fall to this matter yearly, else we are unraveled. Decisiveness. Is the mark of a true monarch. Orbeck of Vinheim is a cause if left alone. Ja, okay. Ja, im Prinzip sollen wir jetzt Orbeck töten für sie. Das könnten wir jetzt machen. Da wir aber noch gar nicht wissen, ob wir wirklich Lord der Fürst der Hüllen werden wollen und da ich in Orbeck ehrlich gesagt auch keine wirkliche Konkurrenz sehe, lassen wir ihn erstmal leben. Wir gucken mal. Also an der Stelle könnten wir uns jetzt entscheiden. Es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir ihn töten würden, aber ich würde da gerne lieber wahrscheinlich seine Questline erstmal ein bisschen weiter fortführen. So, ansonsten ist er schon wieder draußen. Der sitzt aber in letzter Zeit oft draußen. Hat er jetzt vielleicht was anderes zu sagen, wo wir die Abyss-Watcher getötet haben? Mal gucken. Erstmal kurz aufleveln. Der Kristallweise hat mir gar nicht so viele Seelen gegeben, kann das sein? So, ich brauche Stärke. Ich brauche noch einen Stärkepunkt, damit ich das Schwert benutzen kann. Apropos Kristallweiser, ich habe mir noch gar nicht seine Seele angeguckt. Ah, und ich kann ja noch ein Estus-Flakon kriegen. Die beiden Kristallweisen dienten den Gelehrten des großen Archivs als spirituelle Berater, bis sich einer von ihnen der Untotenlegion anschloss. Ja, das ist der, den wir gerade getötet haben. Der war ja in der Nähe der Untotenlegion. So, was kannst du mir aus der Seele basteln? Aha, so. Hast du noch irgendwas? Most illustrious Lord Seeker. Or should I say... Lord Slayer? Lord Slayer. Fine kindling for the thrones, is it not? Each soul truly worthy of lordship. And all slain by thy hand to bind them to their thrones, even in death. Oh, I have no qualms. For as we are to our thrones, thou art to thy duty. In fact, methinks thou hast helped these poor lords along their rightful path. Hm, okay, so siehst du das also. Ich glaube, wenn man ihn tötet, glaube ich, kehrt er einfach wieder zurück an seinen Ort. Vielleicht machen wir das Spiel, ich würde es jetzt noch nicht machen, ich glaube aber, da kriegt man sogar noch einen ganz speziellen Dialog, wenn man das macht, das können wir aber später mal machen, das würde ich nicht jetzt machen. So, wir können Kristallhagel bekommen, einzigartiger Zauber der Predigerzwillinge, den sogenannten Kristallweisen, wir wissen also jetzt schon, dass es noch einen zweiten gibt, erzeugt eine Kaskade kleiner Kristallseelenmasse von oben und besitzt durchdringende Eigenschaften. In einem Pakt, der vor langer Zeit geschlossen worden sein soll, schloss sich einer der Weisen der Untotenlegion an, um Farens Zauber zu erlernen. Und der Rapier oder Rapier des Kristallweisen. Ein Stoßschwert, dessen Klinge mit vielen kleinen Kristallen besetzt ist. Es wurde von den Kristallweisen zur Selbstverteidigung eingesetzt. Die Kristalle verstärken seinen Magieschaden und erhöhen die Fundquote des Trägers. Es ist das Ergebnis des Forscherlebens des Weisen. Fertigkeit Haltung. Ah, okay, das ist das Normale. So, ich wollte eine Sache nochmal ganz kurz gucken. Und zwar, was macht das eigentlich? Durchwirken um tatsächlich kristallene Waffen. Wenn er das Kritanin durch die Kristallweisen nach Lothric gebracht. Genutzt zum Durchwirken, um kristallene Waffen herzustellen. Kristallwaffen verursachen Magieschaden und skalieren effektiv. Ah, okay, mit der Intelligenz. Okay. Deswegen. Weil ich hatte mich halt so gewundert, weil in Dark Souls 1 gab es ja auch Kristallwaffen und die hatten den ganz besonderen Effekt, dass sie nicht repariert werden konnten. Aber dafür bedeutend mehr Schaden gemacht haben. Ich hör's voraus. Dafür aber bedeutend mehr Schaden gemacht haben. Und
Ich hatte halt jetzt gedacht, dass es, weil ich konnte mich nicht daran erinnern, dass es das in Dark Souls 3 gibt, aber Kristallwaffen sind hier einfach die Magiewaffen von Dark Souls 1. So, mit dem einen Estus mehr machen wir uns jetzt zurück zum Ort des Kristallweisen und werden beim nächsten Mal gucken, wohin uns der Weg noch führt und mal schauen, ja, ob wir dann vielleicht auch bald schon den nächsten Aschefürsten finden. Ich meine, den ersten haben wir ja jetzt relativ schnell erledigt. Mit den, na gut, schnell ist immer relativ, ne, mit den Wächtern des Abgrunds in der letzten Folge. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, ich würde sagen, über da weitergehen, das seht ihr dann erst beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.